So, guten Tag, liebe Freunde. Herzlich willkommen beim Fachkanal für alle seltsamen Dinge. Ich bin Wolf, ihr seid bei Turn On Games. Und wenn Abonnieren über Karamellisieren geht, dann wisst ihr, ein neues Video steht vor der Tür. Ich habe euch was mitgebracht, nämlich ein VR-Spiel zur Serie Stranger Things. Da kommt ja bald die 5. Staffel im nächsten Jahr. Und um uns jetzt schon mal ein bisschen darauf vorzubereiten, habe ich mir dieses Game also angeguckt. Es ist für die MetaQuest 3 erschienen, also ein VR-Spielchen. Und ob Stranger Things auch in der 3. Dimension funktioniert, ob es ein geiles Game ist und was es überhaupt hier zu sehen gibt, das erfahrt ihr jetzt. Schnell! Was fällt euch ein, wenn ihr an ein Spiel zur Netflix-Serie Stranger Things denkt? Ja, okay, da gab's ja schon ein bisschen was, aber meistens waren das so schnell produzierte Werbespielchen, die mal so für etwa 5 Minuten Spaß gemacht haben, mittlerweile aber sehr zu Recht komplett vergessen sind. Aber ich meine, wenn ihr die Aufgabe hättet, euch ein Stranger Things-Game auszudenken, was würdet ihr da machen? Vielleicht ein storybasiertes Adventure im Stil eines Telltale-Games, wie damals bei Game of Thrones? Ja, das könnte schon ganz gut passen und da war ja auch mal was in Planung. Nach dem Untergang von Telltale wurde das allerdings gecancelt. Oder so ein richtiges Retro-Point-and-Click mit schön nostalgischer 80er-Pixel-Grafik. Und ich meine jetzt nicht diesen Zelda-Klon, der 2017 für Smartphones erschienen ist. Nee, ich meine sowas wie Thimbleweed Park, nur eben mit Stranger Things. Ja, geil, könnte funktionieren. Holy. Oder, lass uns doch mal richtig rumspinnen, warum nicht ein Action-Game, in dem wir als Hopper in Arena kämpfen, gegen immer stärkere Gegner antreten? Ich meine, ja, okay, das klingt bekloppt, aber es könnte ja ein spaßiges Konzept sein, wenn man das nicht allzu ernst nimmt. Also mein Punkt ist, aus der Stranger Things-Lizenz könnte man so viel rausholen, mit so vielen interessanten Konzepten experimentieren in allen möglichen Genres. Für das neue VR-Spiel, das vor einiger Zeit rausgekommen ist, hat sich der Entwickler Tenderclaws aber für einen, naja, ungewöhnlichen Ansatz entschieden. Ihr übernehmt nicht nur die Rolle des großen Oberbösewichts Vecna, ihr erlebt auch Schlüsselmomente aus allen 4 Staffeln nach, in kurzen Vignetten, in denen ihr eigentlich nicht mehr viel machen könnt, als naja, zuzugucken. Klingt komisch, spielt sich auch so. Nach den ersten 20 Minuten habe ich es absolut gehasst. Ich fand das hier richtig ätzend. Aber dann fand ich es doch eigentlich gar nicht mal so schlecht. Also, naja, eigentlich schon, aber oh, okay, ich erkläre es euch. Destroy everything. Aber vorher muss ich euch warnen, denn dieses Spiel spoilt euch massiv, wenn ihr die 4. Staffel noch nicht gesehen habt. Also ich versuche so wenig wirklich plotrelevante Punkte wie möglich zu nennen, aber naja, also ihr werdet jetzt hier schon ein bisschen was sehen. Also, wenn ihr noch nicht auf Stand seid, guckt zuerst Staffel 4 durch und kommt dann wieder. Ich meine, gut, ihr hattet dafür jetzt auch fast 2 Jahre Zeit, also so wichtig kann es euch ja offenbar dann doch nicht gewesen sein. Aber okay, das war jetzt hier also meine Warnung. Und noch aus einem anderen Grund solltet ihr mit den Geschehnissen der Serie vertraut sein, sonst rafft ihr hier nämlich nix. How many children are you friends with? Stranger Things VR richtet sich ausschließlich an Fans und nicht an Neulinge. Hier wird nichts erklärt, ihr werdet gleich voll reingeworfen und wenn ihr keine Ahnung habt, wer all diese Figuren hier sind, was Vecna für einen Auftrag hat, was das Upside Down ist, dann seid ihr hier so lost wie Will Byers in Staffel 1. Okay, also 3, 2, 1, los. Something hungry for blood. What is it? The Demogorgon! We're deep shit! Stranger Things VR ist auf dem Papier ein vollwertiges, richtiges Spiel und ihr müsst dafür auch stolze 30 Euronen auf den virtuellen Tisch legen. Erhältlich ist es für die MetaQuest. So, und warum habe ich jetzt gerade gesagt, auf dem Papier ist es ein richtiges Spiel? Ja, weil das nur zur Hälfte stimmt. Ich würde Stranger Things VR eher als Anwendung bezeichnen oder, wenn man das in so einem Zusammenhang immer benutzte englische Wort einfallslos ins Deutsche übertragen will, als Erfahrung. Also ihr müsst hier schon ein bisschen was machen, nämlich primär rumlaufen, Demo-Dogs und Demo-Bats besiegen und an Ranken hochklettern. Das ist der Gameplay-Part und das macht ihr, wenn ihr Vecna spielt, der in der Dimension X, nein, nicht im Upside Down, gefangen ist. Damit fängt das Spiel an und darauf bezog ich mich, als ich vorhin sagte, dass ich das Spiel anfangs so richtig ätzend fand. Ich war schon nach ein paar Minuten so richtig gelangweilt. Immer wieder dasselbe. Mit irgendwelchem Schrott die dummen Gegner bewerfen, mich selbst an Ranken hochziehen. Diese Ranken, die sind übrigens wirklich ein wichtiges Element hier. Ihr könnt sie auch wie einen Greifhaken benutzen und euch damit in Sekundenschnelle irgendwo hochflitschen lassen.
Ich fand es aber lustiger, mich mühsam überall hochzuhangeln, weil ich dachte, wie bekloppt das aussehen muss. Der krasse Turbo-Bösewicht Vecna strampelt sich da jedes Mal wie ein Vollhorst einen ab, um einen kleinen Vorsprung hochzukommen. Ja, und den Gedanken fand ich lustig. Das Bewegungs- und Kampfsystem funktioniert einigermaßen gut. Nach ein bisschen Übung werft ihr ohne größere Probleme auch wahre Gegnerscharen ab. Aber das alles ist so irre flach und unaufregend, dass ich es fast direkt schon wieder ausgemacht hätte. Das alles wirkte hier mehr wie eine 5-Minuten-Demo, die auf Kaugummilänge gezogen wurde. Ja, und dann wurde es auf einmal doch noch ein bisschen interessanter. Someone's dog, Skiddo? What are you talking about? Ihr erlebt nämlich nicht nur die Erinnerung von Henry Creel nach, bevor er Vecna wurde, sondern auch von anderen Figuren, die wir alle aus der Serie kennen. Dieses Spiel geht hier quasi nochmal ein paar Highlights durch, nur dass ihr diesmal manche Szenen aus einer anderen Perspektive erlebt. Der Angriff des Mind Flayers auf die Hütte zum Beispiel mit Eleven, den spielt ihr hier nach nur als der Mind Flayer. Das ändert jetzt nicht revolutionär das Geschehen und gameplay-technisch habt ihr eigentlich noch weniger zu tun als in den Vecna-Sequenzen in der Dimension X. Ja, aber ich fand es doch einigermaßen erfrischend, dass man nicht nur alles nochmal genauso nachkaut, wie wir es doch eigentlich schon kennen. And I will use it to destroy all you hold dear. Wer die Serie abgöttisch liebt und vor allem unsere kleinen Helden, Mike und Dustin und Max und Luke und alle, also wer die so richtig ins Herz geschlossen hat, der hat hier bestimmt ein paar schöne Momente. Aber das grundlegende Konzept von Stranger Things VR bringt ein paar Probleme mit sich und die sind wohl auch der Grund, warum so viele Leute doch ganz schön enttäuscht sind von diesem Spiel. Zum einen ist das eben der ständige Wechsel der Erzählperspektive und teilweise auch der Zeitebene. Man kommt nie so richtig in einen erzählerischen Rhythmus, einen Flow, weil man wüst zwischen diesen kleinen Story-Schnipseln hin und her springt. Das bekommt dann nach einer gewissen Zeit schon so einen Best-of-Charakter, wie eine Art minimal interaktiver Clipshow. Zumal, Kritikpunkt Nummer 2, und den habe ich auch schon angesprochen, ihr hier sehr wenig machen könnt, außer euch umzusehen und ab und zu mal ein bisschen was zu bewegen oder so. Ihr seid hier eher ein Zuschauer als wirklich ein Teilhaber am Geschehen und das wird einigen von euch einfach zu wenig sein. Ja, und als letztes sind viele Szenen und Momente, die wir hier aus 4 Staffeln Stranger Things erleben, halt auch schon bekannt. Ja, manches bekommt ein bisschen mehr Kontext, ja, einiges seht ihr aus der Perspektive von anderen Figuren, aber im Grunde erfahren wir hier auch nicht wirklich was Neues. Aber auch hier wieder, das wird Hardcore-Fans wahrscheinlich gar nicht so großartig stören, weil sie diesmal quasi dabei sein können bei ihren Lieblingsmomenten. Aber für 30 Tacken, kaum Gameplay und eine läppische Spielzeit von gerade mal so 3 Stunden ist es schon legitim, wenn man da wenigstens ein paar wirklich lohnenswerte Enthüllungen innerhalb der Story erwartet. Oder gibt's die hier und wir merken es gar nicht? Also es gibt ein paar ziemlich interessante Andeutungen, was die Beziehung zwischen Henry und dem Mind Flayer angeht. Nichts davon ist definitiv, aber wenn man in manchen Dialogzeilen genau aufpasst, dann kann man hier schon ein paar neue Theorien spinnen. Auch das Ende von diesem Spiel ist nicht ganz unwichtig. Ob irgendwas, was hier passiert, dann auch tatsächlich wichtig für die Serie ist, ja, das erfahren wir aber wohl erst, wenn Staffel 5 anläuft und das wird ja wohl erst 2025 passieren. Also ich muss sagen, ich bin ein wenig hin und her gerissen. Auf der einen Seite finde ich Stranger Things VR zu redundant, zu wenig interaktiv und technisch ist das jetzt hier auch nicht der absolute Brüller. Ich hatte ein paar echt fiese Framerate-Einbrüche und dieser seltsame, halbherzige Comic-Kinder-Stil ist jetzt auch nicht so ganz meins. Also ich bin da einfach nicht der größte Fan von. Ich hab's ja gesagt, durch die Story seid ihr nach etwa 3 Stunden durch und dann gibt's noch so ein paar kleine Mixed-Reality-Minigames, die ganz lustig sind. Ja, aber trotzdem, 30 Euro, das finde ich einfach viel zu hoch. Das hier holt man sich mal im Sale für einen 10er, wenn man Stranger Things Suchti ist. Würde ich es euch also empfehlen? Nee. Maybe we'll save that story for another day. It doesn't have a happy ending, I'm afraid. Auf der anderen Seite finde ich gerade das reizvoll, was so viele kritisieren, nämlich, dass ihr hier im Grunde von einer Miniszene zur nächsten springt. Das zerfasert die Story, das stimmt. Aber dadurch wisst ihr auch nie so ganz, was ihr als nächstes sehen und erleben werdet und mir gefällt der abgedrehte Surrealismus in manchen Sequenzen. Wäre der Grafikstil detaillierter und lebensechter, dann könnten einige Momente hier sogar regelrecht gruselig sein. Guys! No! Think
being happy. Come on. Und dass man hier nicht viel mehr machen kann, als zuzugucken, ja, oh Gott. Ey, ganz ehrlich, in diesem Fall ist mir das auf Dauer sogar lieber als das labe Rumgewerfe und Geklettere in den Anfangsszenen. Denn also, wenn ich dumme Gegner in einer Mini-Arena bekämpfen will, dann gibt's etwa 700 andere Spiele, die das besser machen. Für mich wiegen sich die guten und die schlechten Punkte fast gegenseitig auf, deswegen, ich weiß auch nicht. Das müsst ihr hier auf keinen Fall spielen und wer nur die Story sehen will, der kann sich auch absolut einfach ein Let's Play auf YouTube angucken. Zack, 30 Euro gespart. Aber nachdem ich so viel Schlechtes darüber gehört habe und ich nach den ersten 20 Minuten absolut abgeturnt war, ja, hat es mir am Ende dann doch besser gefallen als erwartet. Ich habe mit dem Allerschlimmsten gerechnet, ja, und das ist es nicht. Sondern einfach nur ein mittelmäßig originelles, mittelmäßig produziertes, mittelmäßig unterhaltsames Lizenzspielchen, das uns daran erinnern soll, dass Stranger Things irgendwann ja mal weitergeht und wir dann bitte wieder alle Netflix anmachen sollen. Das hier ist Werbung für die Serie, fertig. Und ich werde mir selbstverständlich auch die 5. und letzte Staffel anschauen, bis dahin dieses Spiel hier komplett vergessen haben und dann ist vielleicht auch mal gut mit Stranger Things. Ich weiß nicht, muss ich euch jetzt fragen, ob ihr Stranger Things Fans seid? Ich denke, für die allermeisten trifft das durchaus zu. Und ganz ehrlich, also wenn man damals angefangen hat, das zu gucken, naja, wir wollen doch alle wissen, wie das endet. Das ist aber erst 2025 der Fall. Und jetzt schreibt in die Kommentare, denkt ihr, dass das Spiel bis dahin eine gute Überbrückung ist? Oder seht ihr das und seid der Meinung, nö, das ist wie alles so lapidar und ganz ehrlich, eine MetaQuest 3 habe ich sowieso nicht. Deswegen ist das für mich relativ uninteressant. Und wenn ihr jetzt denkt, Mann, so ein cooles Video war das, Daumen hoch dafür. Ja, dann macht doch genau das, gebt uns einen Daumen hoch. Auch abonnieren solltet ihr uns. Ihr wisst, wie das Ganze geht. Game läuft. Und ich wünsche euch eine wunderbar erfolgreiche Woche. Wir sehen uns nächsten Sonntag wieder. Bis dann, bleibt gesund. Ich bin raus und tschüss.